Zurück in Elex mit Baxters schönen blauen Augen und Gesicht ohne glitschenden Haaren. Was wollte ich eigentlich sagen? Die Viechermission letztens war ziemlich öde. War ein Vaterfight dazu auch noch. Wer ist der Typ? Das ist doch nicht Hector, oder? So schaut er aus im Sonnenlicht. Warum ladet denn das gerade so lang? Ja, wurscht, die Viecherfight war ziemlich fad. Was ich mich erinnern kann, wir versuchen noch Kaya zu beeindrucken. Ich habe in der Zwischenzeit hauptsächlich Borderlands oder Tiny Tina's Wonderland gespielt. Ich glaube, wir sind im Spiel. Irgendwie ladet gerade noch alles hinein. Okay. Und versuchen Kaya zu beeindrucken. Ich glaube nicht, dass ich sie schon genug beeindruckt habe. Ah, Beilage. Die Suppe versalzen. So, wo ist Mr. Dawkins? Was mehr kann ich nicht raustummern? Was ist das Spiel? Mal zum Hangar. Mal Mr. Dawkins suchen, dann halt. Von Sky nochmal abschieben. Leuchtet denn das Ding rot? Weil es ist tot. Blutwolf. Okay. Bin doch eh noch immer auf Ultra. Gameplay. Weiche. Ultra, ja. Ja. Minispiel schwer. Ha. Ja, da haben schon viele Leute bemeckert, dass das Spiel zu leicht ist. Ja, mit dem neuen Jetpack kann man an den Gegnern fast vorbeifliegen. Da geht gleich mal auf Kaya, gut. Mach das. Du und Nasty. Alles daneben. Kein Treffer. Du wirst da zweimal gerade daneben geschossen, Mädel. Unglaublich. Ich sollte dich abschieben. Nee. Nicht so gemeint. Haben wir ein Kind zusammen im Spiel. Oh, Selbstzerstörungsdrohne. Ich sehe sie. Kamikaze-Drohne. Ab daneben. Tot. Auf dem Weiß, Biest, Schotter. Großbeste. Keine Chance. Bist du? Hey, ein Treffer ist sogar dabei. Ich glaube, man muss sich auf den Dodge. Okay. Brauche ich nicht dodgen. Das Ding da oben spannen wir uns auch. Vorsicht! Ui, ja, hab ich schon gedacht. Hier kommt meine Steuerung ein bisschen eigen vor. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich andere Spiele gespielt habe. Alles First Person, oder? Warte mal, Borderlands. Ne, das ist nicht alles First Person. Ach, gut, dass ich anfangs Kämpfe habe zum Reinkommen. Hilft sie? Gute Arbeit. Oh, wo ist er denn hin? Wo will er denn hin, ist auch die Frage. Nirgends.
Eieiei. Die Dinger sind gefährlich. Da habe ich doch nirgendwo eine gute Suppe. Bisschen Kalorien auftanken, was weitergeht. Vorsicht. Ich weiß nicht mal, was er tun soll, wenn ich zu wie fliege. Okay, wo ist Mr. Dawkins? Tot wahrscheinlich. Er sitzt da einfach gemütlich. Na klar. Hängt da mal mit den Feinden herum. Ach, wie schaut meine Aufnahme aus? Passt alles, Lautstärke auch, schaut gut aus, schaut gut aus. Dann reden wir mit ihm. Er sitzt da gemütlich. Was ich noch sagen wollte, du solltest dringend... Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, das sobald ich die Zeit dazu habe. Gerade überhaupt nicht rein. Was zur Hölle machst du hier? Willst du dich mit aller Gewalt von den Skyens töten lassen? Nein, ich bin... Nun, es ist nicht so einfach zu erklären. Du hast etwas herausgefunden, raus damit, was ist es? Die Lage ist leider etwas komplizierter, als ich gedacht hatte. Ich fürchte, wir müssen unseren Plan von der sechsten Macht noch einmal überdenken. Das verstehe ich nicht. Die sechste Macht war dein Plan und jetzt wirfst du das Handtuch? Wieso? Wir sind auf einem guten Weg. Erst kürzlich hat Tiag neue Rekruten... Wir haben keine Chance, verstehst du? Die Streitkraft der Skyens ist um ein Vielfaches größer, als ich bisher angenommen hatte. Des Weiteren haben sie neue Methoden entwickelt, wie sie uns noch schneller zu einer ihrer Kreaturen machen können. Sie sind kurz davor, ihre Analysen abzuschließen, und wenn sie damit fertig sind, werden sie ihren Großangriff starten. Oh, ich darf ihn nicht bemaulen. Kaya ist daneben. Du gibst doch jetzt nicht einfach auf. Jetzt verstehe ich. Du hast dir keine neuen DNA-Fragmente gesucht. Du hast mit ihnen gesprochen. So sieht's aus. Jax, hör zu. Du verdammter Mistkerl, ich hätte es besser wissen müssen. Du hast mich dazu gebracht, deine Kriegsspielchen zu unterstützen. Und jetzt, wo wir kurz davor sind, da kollaborierst du mit dem Feind. Jax, jetzt halt mal die Luft an. Ja, ich habe mit einem ihrer Kuratoren gesprochen, aber er steht auf unserer Seite. Was ein Überläufer wer? Was sagt er, wie heißt er? Gib mir Informationen. Sonst beenden wir die Sache hier auf der Stelle. Sein Name ist Kopark und alles, was er sagte, war nicht sehr ermutigend. Wie bist du mit diesem Überläufer der Skyens in Kontakt gekommen? Die Skyens versuchen, die verstaubte Technologie der alten Welt wieder zu reaktivieren und sie gegen uns einzusetzen. Bei meiner Forschung stieß ich an unterschiedlichen alten Computern auf einige eigentümliche Algorithmen. Kurator Kopark hat eine Spur gelegt für diejenigen, die sie verstehen. Er wollte mit jemandem von uns sprechen, der seine Spur findet, ohne dass seine Artgenossen davon Wind bekommen. Ich habe ihm über denselben Weg geantwortet und konnte ein heimliches Treffen mit ihm vereinbaren. Wo ist er? Wo ist dieser Kopark? Ich will mit ihm sprechen. Das ist unmöglich. Wir haben den Kontakt bis auf Weiteres abgebrochen. Er ist zurückgegangen zu seinem Volk. Er kann es sich nicht leisten, den Hauptfarmer noch einmal zu verlassen. Es ist zu riskant für ihn. Wenn er auffliegt, dann werden sie ihn töten. Was hast du noch von dem Überläufer erfahren? Kann er uns nicht helfen, in den Hauptfarmer zu gelangen und ihn stillzulegen? Leider nicht. Er ist kein Techniker. Genauso wenig wie wir. Ich konnte sehr viele Dinge von ihm erfahren, für die ihn seine Artgenossen auf der Stelle hinrichten würden. Die Streitkraft der Skyens ist enorm. Des Weiteren züchten sie neue, noch gefährlichere Kreaturen.
Wandelbare, veränderliche Wesen, ungeheuer mächtig und anpassungsfähig. Diese Veränderlichen sollen unbesiegbar sein. Nichts wird sie aufhalten können, wenn sie einmal das Licht der Welt erblicken. Unbesiegbare Gegner. Hört sich eigentlich gut an. Wir brauchen stärkere neue Gegner. Nur her damit. Alles her damit. Also noch mehr, jetzt auch noch veränderliche Feinde. Ist das alles? Ich habe versucht, Koparg zur Zusammenarbeit zu bewegen. Er hat sich geweigert. Er hat Angst um sein Leben. Aber was er mir gab, waren Unmengen an Informationen über das dunkle Elex und seine Beschaffenheit, um die ich ihn gebeten hatte. Ich hatte gehofft, damit vielleicht eine Chance zu haben, die Infektion durch das dunkle Elex doch noch zu heilen. Wie auch immer, selbst wenn wir das alles hinbekommen, die Skyns sind einfach zu zahlreich und mächtig. Sie werden uns hinwegfegen. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Du wirst gefälligst weitermachen. Ich erwarte Ergebnisse, also beweg deinen verknöcherten alten Arsch und finde etwas, was uns weiterbringt. Wer will dann noch widersprechen? Gut, ich fange gleich mit der Arbeit an, Koparks Daten zu analysieren. Allerdings fühle ich mich der Verantwortung in der Bastion nach all dem nicht mehr gewachsen. Und was genau bedeutet das? Die Menschen brauchen jemanden, der bis zuletzt an den Sieg gegen die Skyns glaubt. Du wirst die Führung der sechsten Macht übernehmen müssen. Das mache ich schon die ganze Zeit, Opa. Demal. Emidrat. Tag. Schlechter Zeitpunkt. Das tue ich doch schon. Das tue ich doch schon längst, ob nun gewollt oder nicht. Und wenn wir ehrlich sind, dann war das von Anfang an dein Plan. Allerdings wirst du bald eine Entscheidung treffen müssen, wie es mit dir und deiner Gildenzugehörigkeit weitergeht. Ja. Du musst ein leuchtendes Beispiel für die Menschen sein. Also musst du nun Farbe bekennen, wie dein weiterer Weg aussehen wird. Die Menschen müssen wissen, mit wem sie es im Ernstfall zu tun haben. Und diese Entscheidung muss unumstößlich sein bis zum bitteren Ende. Einem Wendehals werden die Menschen niemals folgen. Also triff eine Entscheidung und bleib dabei. Was ich noch sagen wollte, du solltest dringend... Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen... Ich kümmere... Wir haben nicht mehr so viel Zeit, also beeil dich besser. Ja. Nicht schlecht. Ah, gefällt dir das gut genug, um... Nein, hier. Geht's dir gut? Ja, geht schon. Okay. Machen wir einen harten Save. Und schauen mal, ob Kai uns wieder im Stich lässt. Frisch gewandelt. Denk an unseren Sohn Kai. Sieh dir das an. Es sieht fast so aus, als wären sie nie etwas anderes gewesen als Hetzer der Skyans. Ganz schön beängstigend. Ich will nicht als Hetzer für den Rest meiner Tage den Skyans dienen. Musst du nicht, wenn wir es verhindern können. Verdammt. Tja dann, nutzt ja nichts. Geh vor, ich bin direkt hinter dir. Keine dummen Kommentare. Dann weglaufen mitten im Kampf. Wenn man dann keine Gewehre auf, doch, der hat ein Gewehr. Das war kein guter Kampfplan. Und er will eine Granate werfen. Ach, will die Shotgun draußen. Jetzt habe ich sie wieder eingesteckt. Ja, muss mich konzentrieren. Okay, da ist mein Down. Mädel ist auch down. Oh! Überraschung haben wir bekommen.
nett. Der war mal in der Gegend darum super dick. Hier ist das Viech besser. Ist da gerade was weggeflogen? Oh, sie hat die Leiche gekickt. Arme Ketzer. Ich loote mal, du machst den Fight fertig. Gutes Teamwork. Eine Trigger Physics. Die Leiche wieder mal. Es ist eine Tragödie. Schlimm ist, dass sie zwar intelligenter sind als die Skyaniden, jedoch genauso verbissen und verblendet handeln. Ich muss jetzt am Ort der Wandlung meine Sinne einsetzen. Bring mich dorthin. Yes, Boss. Aber zuerst, du stehst auf der Loot. Die Loot, daher. Wir haben noch viele Fähigkeiten, die wir erlernen könnten. Warte einen Augenblick. Sicher irgendwo noch Loot, oder? Ich rieche nichts. Ich will Loot. Nein. Oh. Ah, ich bin ja in den Boden reingeklitscht. Es ist sehr schwer, das Leiden dieser Menschen zu ertragen. Und ich weiß nicht, was beunruhigender ist. Die Tatsache, dass die jungen Hetzer hier das dunkle Elex zu kontrollieren scheinen, oder... Ja? Na, diese Kerle haben offensichtlich nach Elex gesucht und auch einiges davon gefunden und es in sich aufgenommen. Was ist daran so interessant? Nun, dass es kein dunkles Elex war. Es war unser Elex. Die Skyans können also auch das blaue Elex verwerten. Das ist nicht gut, oder? Ganz und gar nicht. Stell dir vor, du hast eine Armee von solchen Soldaten, die unser Elex und Mana nehmen und es in ihren verseuchten Körpern verwerten. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis das blaue Elex Magallans vollständig mit dem dunklen Elex vermischt ist. Man könnte auch sagen, es wird kontaminiert. Bedeutet das, dass es bald nur noch eine Art von Elex geben wird? Das dunkle Elex? Entweder das oder zumindest eine Mischung aus beiden Derivaten. Ob es danach auch wieder getrennt werden kann, das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann aber spüren, dass diese Kerlchen hier mit den Stimmen des Elex kommuniziert haben, genau wie ich es tue. Die Skyans haben also nicht nur die Kontrolle über alle Derivate des Elex, sie kommunizieren auch mit dem Stimmenkollektiv des jeweiligen Derivats? Sieht fast so aus. Ein Hetzer ist jedoch nur der unterste Rang der Skyans und noch nicht so versiert im Umgang mit dem Elex. Ich müsste vielleicht eher einen jungen, frisch gewandelten Kurator analysieren, um mehr dazu sagen zu können. Wenn es diese überhaupt gibt. Vielleicht finden meine Speer ja einen oder zwei. Dann wissen wir mehr. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, es geht weiter mit Kaya. Was Interessantes. Wow! Nur mich. Oh, no. Nur ich, der mich erschreckt, ist hier interessant anscheinend. Männlichster Schrecker ever. Kleine Monster. Wo sind wir auf der Karte? Gut, hier waren wir schon. Hier könnten wir runtergehen und ein bisschen looten. Wenn wir nach legendären Waffen suchen. Hier riecht es nach Gefahr. Wie riecht es denn? Irgendwie gammelig. Ich seh's. Moloch Army ist hier. Dann schon gesagt. Ich wusste nicht, dass Nasty auch hier ist. Steckt er da hinten? Den Kampf bestreiten wir gemeinsam. Ha! Er hat es nicht an der Säule vorbei geschafft. Bitter! Okay. Ja, easy. Da war Toröffner. Weiterer Moloch. Können wir gleich
zurechtzulegen. Da habe ich auch weitere Mone bekommen. Das ist mein Speerwerfer. Kommen hier ein paar Gegner. Neue Stufe, nice. Bin eh noch ein bisschen in Elix-Fähigkeiten reinsetzen. Und in Alps. Deren Kampf bin ich, glaube ich, ziemlich auf Maximum. Dort leben. Ganz vergessen. Und die von Elfen Reißer. Hopp, ja, immer schön auf Kaya. Kaya tankt. Was gibt's hier sonst noch? Ich sehe nur Schnee und Feuer. Ein Lied von Schnee und Feuer? Nein, das war's nicht. Eis und Feuer. Eis und Feuer, oder? Was Feuer und Eis. Kein Entkommen. Für dich auch nicht. Schau dir das an. Eine nette kleine Hütte. Davon gibt es in diesem Spiel ja nicht so viel. Kriegshammer. Ich dachte schon was Legendäres. Es fehlt mir noch ein legendäres Schwert. Für meine Sammlung der legendären Waffen. Irgendwas Einhändiges. Kein Kommentar. Das war eine Bogenverschwendung. Eigentlich ganz nett hier. Die Fliegen, die Moskitos da. Was sagt mir meine Karte? Mir kommt vor irgendwas rechts oben. Ein bisschen weiter und dann nach rechts oben. Oder? Sind wir schon... Nein, weiter. Im Haus rüber. Dort bringt mich mein Riecher hin. Jagd wohl. Er ist Gigant. Die sind so langsam, die sind irgendwie keine Gefahr. Ein Steinwurf macht auch nichts gegen die Tracks. Deine One-Shot ist es. Genau das ist es. Die Kuratoren sind fast die stärksten Gegner dieses Spiels zum Bekämpfen. Blablabla. Yep. Habe ich mir auch gedacht. Den haben wir hier. Wow. Eine kleine Titanic-Szene. Der Romantik. Wo wir beide verreckt sind. Macht's noch romantischer. Was haben wir hier hinten vernichtet? Kaya irgendwas. Gute Arbeit. Schauen wir, was er beschützt hat. Ein bisschen ein Helix. Das hat er beschützt. Dein Blut. Mein Mann ist vor ein paar Tagen losgegangen, um Zigaretten zu holen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich mir ernsthaft Sorgen um ihn mache. Ich hätte das nach den ersten 24 Stunden schon melden müssen. Nicht, dass jemand denkt, dass ich etwas mit seinem Verschwinden zu tun habe. Ich habe schon so viele Geschichten gehört. Ehemänner verschwinden plötzlich. Einfach so. Was sage ich jetzt bloß der Polizei? Soll ich Ihnen überhaupt etwas sagen? Freunde von uns fragen auch schon nach ihm.
Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Er ist doch nur Zigaretten kaufen gegangen. Ich weiß nicht, was du da panikst. Wird schon zurückkommen in ein paar Jahren. Oh. Episode hier vorbei. Peace out.